erste Zwischenkundgebung vor dem Bundesgesundheitsministerium. Guck mal darüber, in diesem hässlichen grauen Gebäude sitzen ebenso hässliche graue Menschen und versuchen uns daran zu hindern, bunt zu sein. Und das ist noch nicht das Schlimmste. Die sind außerdem dafür verantwortlich, dass viele tausend Menschen in unserem Land leiden, weil ihnen die lebensrettende, lebensverlängernde Medizin vorenthalten wird. Ich finde das scheiße! Einer, der das mit freundlicheren Worten formuliert, aber mindestens genauso scheiße findet, ist Tibor Arach von den Grünen, seit vielen, vielen Jahren einer der fleißigsten grünen Drogenpolitiker, ein bisschen sowas wie der Chef, den die LAG Drogenpolitik in Berlin nicht hat. Viel Spaß mit Tibor Arach! Ja, vielen Dank, Steffen. Liebe Hanffreundinnen und Hanffreunde, zum 19. Mal treffen wir uns hier heute auf der Hanfparade im Zentrum von Berlin, um für die Legalisierung von Hanf als Rohstoff, als Arzneimittel und als Genussmittel zu demonstrieren. Ich war schon auf Hanfparaden, da hat es gehagelt und es war Gewittersturm, aber ich glaube, so heiß war es noch nie wie heute. Viele Jahre lang hatten wir das Gefühl, die deutsche Drogenpolitik sei zu Stein geronnen. Wir kämpften wie einst Don Quixote gegen Windmühlen. Doch das hat sich jetzt grundlegend geändert. In den letzten 2 Jahren ist weltweit in der Hanfpolitik so viel Positives passiert wie noch niemals zuvor. Uruguay hat Cannabis de facto legalisiert. In den USA, dem Mutterland der Prohibition, ermöglicht ein Bundesstaat nach dem anderen eine aufblühende Hanfwirtschaft. Und in Spanien, Belgien und in ganz Europa blühen staatlich tolerierte Cannabis-Social-Clubs auf und schießen aus dem Boden wie Pilze. Und was passiert bei uns? Bei uns hier in Berlin versucht zunächst einmal der SPD-CDU-Senat das sogenannte Cannabis-Problem in und um den Görlitzer Park mit einer verfassungswidrigen Nulltoleranzzone zu bekämpfen. Obwohl der Berliner Senat längst das Scheitern dieser Politik eingeräumt hat, hält er eisern daran fest. Das ist doch Unsinn, liebe Leute! Dagegen hat die grüne Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann, einen Antrag auf Errichtung von sogenannten Coffeeshops beim Bundesinstitut für Arzneimittel eingereicht. Das ist der richtige Weg! So kann man den regulierten Verkauf mit Prävention und Jugendschutz verbinden. Und nur so kann der öffentliche Raum von dem als belastend empfundenen Drogenhandel entlastet werden. Viele andere deutsche Städte wie Bremen, Frankfurt, Hamburg und Köln haben kundgetan, Ähnliches zu tun. Außerdem hat die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen ein Cannabisgesetz in den Deutschen Bundestag eingebracht. Dabei wird die gesamte Anbau-, Produktions- und Verteilungskette sinnvoll reguliert. Ganz besonders wichtig ist mir dabei, dass auch die sogenannte Fahrerlaubnisverordnung novelliert wird. Es kann nicht weiter sein, dass jemand, der unabhängig vom Straßenverkehr mit Hanf umgeht, dass dem seine Fahrtauglichkeit automatisch in Frage gestellt wird. Damit müssen wir Schluss machen. Liebe Hanffreunde, Steffen hat es schon gesagt,
Leider werden solche Anträge und Gesetzesinitiativen politisch mit in dem Gebäude da vorne entschieden. Es handelt sich um das Bundesministerium für Gesundheit und es ist auch der Dienstsitz der Bundesdrogenbeauftragten. Letztere heißt Marlene Mortler und ist von der CSU. Frau Mortler hält Haschisch für hochgefährlich und Alkohol für ein ganz normales Nahrungsmittel. Darum will sie Cannabiskonsumenten weiterhin konsequent verfolgen, während sie sich sinnvollen Regulierungen im Alkoholbereich verschließt. Das ist doch schizophren. Hier im Bundesgesundheitsministerium wurde auch politisch entschieden gegen die Verwaltungsgerichtsurteile, die es schwerkranken Menschen ermöglicht haben, ihr medizinisches Cannabis selbst anzubauen, in Revision zu gehen. So blockiert die Bundesregierung weiterhin eine bezahlbare Versorgung mit lebenserleichternden Cannabis-Arzneimitteln. Das ist doch krank. Liebe Hanffreunde, ich habe einmal auf einer Hanfparadenrede das Betäubungsmittelgesetz als Mauer bezeichnet, das unsere Gesellschaft spaltet. Und diese Mauer hat jetzt Risse bekommen. Doch wie einst Honecker und Mielke verschanzen sich Merkel und Mortler und Konsorten hinter hohen Mauern, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass der große Bruder schon längst Glasnost und Perestroika macht. Aber auch in der Drogenpolitik gilt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. In diesem Sinne begrüße ich den von dem Landesvorsitzenden der Berliner SPD in Aussicht gestellten Mitgliederentscheid zur Cannabis-Legalisierung. Und es ist uns allen zu wünschen, dass die Sozialdemokraten sich konsequenter und ehrlicher mit der Cannabis-Frage auseinandersetzen, als dies die CDU bei der sogenannten Homo-Ehe getan hat. Berlin kann es sich nicht leisten, weiterhin von einem Haufen homophober Handfasser regiert zu werden. Berlin hat vielmehr das Potenzial, bei der nicht mehr aufzuhaltenden Cannabis-Legalisierung eine Vorreiterrolle zu spielen. Berlin würde davon profitieren, alle ihre Einwohner würden davon profitieren und auch die Besucher von Berlin. Darum lasst uns alle gemeinsam weiterhin für die Legalisierung von Cannabis kämpfen. Ich wünsche euch eine schöne und erlebnisreiche Hanfparade. Legalize! Vielen Dank, Timo Harrer von den Grünen. Die Grünen sind ab sofort dann auch im Wahlkampf. Bin mir sicher, wenn ihr Drogenpolitik gestalten wollt, findet ihr bei der Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik ein offenes Ohr. Die suchen Menschen, die mitgestalten wollen, die Politik tatsächlich mitmachen wollen. Politik machen funktioniert nämlich leider nicht nur über die Teilnahme an Demonstrationen. So sehr ich es schätze, dass ihr alle hier seid, es reicht nicht, nur einmal im Jahr auf die Hanfparade zu kommen. Man muss tatsächlich jeden Tag etwas tun und es dürfen nicht nur die Konsumierenden aktiv werden, es müssen auch die aktiv werden, die unter dem Verbot leiden, obwohl sie selbst keinen Hanf nutzen.